Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Genshin Impact Video. Heute machen wir zusammen Pur Bironis Gebot, den Weltauftrag in Sumero. Das ist der neueste Weltauftrag in Sumero, wurde in Version 3.8 released. Und ihr seht schon, der Auftrag startet einfach, wenn ihr das nächste Mal, nachdem ihr das Empfehlungsschreiben von Gedivh erhalten habt, in die Akademie von Sumero geht, beziehungsweise zur Akademie. Ihr müsst nicht mal ganz reingehen. Und das Empfehlungsschreiben, wie ihr das bekommt, zusammen mit einer versteckten Errungenschaft, darüber habe ich schon ein Video gemacht. Ich werde euch das Video unten verlinken. Und schaut auf jeden Fall vorbei, es ist nämlich ziemlich einfach tatsächlich. Genau. Finde den Gelehrten der Pur Bironi-Schule. Nach Aussagen Gedivhs wird dieses Empfehlungsschreiben, das er selbst verfasst hat, den Überbringer in die Lage versetzen, Hilfe der Pur Bironi-Schule zu erhalten. Genau. Und jetzt müssen wir eben in die Akademie gehen. Und was dann auf uns zukommt, weiß ich tatsächlich nicht, denn ich habe den Auftrag ja noch selber gar nicht gespielt. Mit so wenigen Finanzmitteln, wie kann ich da mit meiner Forschung vorankommen? Entschuldigung. Ein Gelehrter der Pur Bironi-Schule. Oh, du willst Sadif besuchen, richtig? Es ist ziemlich selten, dass jemand ihn besucht. Er ist nun geschäftlich in der Akademie und sollte in der Nähe sein. Was willst du von ihm? Über Gedivhs Empfehlung schreiben. Gedivh? Hat er seine Forschungen abgeschlossen? Wie schön, wenn man Geld hat. Dann kann man eine ganze Expeditionstruppe anheuern, die einen bei der Feldforschung begleitet. Ich konnte nicht einmal eine Forschungsförderung für meine Feldforschung beantragen. Kennst du Gedivh? Ja, natürlich. Gelehrte wie wir, die mit der Finanzierung zu kämpfen haben und nicht sehr gut daran sind, Geld zu verdienen, haben schon viel über seine Finanzkraft gehört. Oha, Gedivh, sind Gelehrten in der Schule, wo er ist, alle so reich? Werden wir also viele Belohnungen bekommen? Nein, dieser Gedivh ist ein Sonderfall. Bitte mach dir keine falschen Vorstellungen von den Pur Bironi und Pursina-Gelehrten. Besonders wenn man im Hauptfach Astrologie oder in Nebenfächern Geschichte und Biologie hat. Mit diesen Forschungsgebieten kann man sich nicht einmal um eine Finanzierung bewerben. Und sie sagen dann noch sowas wie, die Weisheit soll man nicht verkaufen. Ich habe wohl zu viel gesagt. Sadif ist dort drüben. Wenn du noch etwas wissen willst, kannst du ihn fragen. Da ist jemand aber ganz schön salty, würde ich mal sagen. Gedivh ist einfach ein Baller. Die ist nur neidisch auf ihn. Aber wenn diese Proben nicht verfügbar sind, über die Pur Bironi-Schule. Genau, ich bin der aktuelle Herbert der Pur Bironi-Schule. Was kann ich für euch tun? Geht es um akademische Fragen? Oder du siehst nicht wirklich wie ein Gelehrter der Akademie aus. Deine Kleidung über Gedivhs Empfehlung schreiben. Ist das ein persönlicher Brief von Gedivh? Einen Moment, lass mich ihn lesen. Es scheint, dass seine Forschung in der großen Kluft wie am Schnürchen läuft. Pilzforschungen, hydrologische Untersuchungen, uralte Fossilien, besonders geologische Umgebungen, Proben. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Sein wissenschaftlicher Instinkt und seine Fertigkeiten der Erkundung sind wie immer großartig. Auf jeden Fall hat er mich nicht enttäuscht. Zwar gebe ich das vor Außenstehenden nur ungern zu, aber die akademischen Fähigkeiten der Pursina-Gelehrten sind immer vertrauenswürdig. Gedivh hat in seinem Brief mehrfach betont, dass du ihm ungemein geholfen hast. Mit deiner Hilfe war seine Forschung so geschmeidig wie ein Tiger mit Flügeln gelaufen. Das muss nicht nochmal wiederholt werden. Wirklich? Verstehe. Wenn er an die Akademie zurückkehrt, muss die akademische Geschichte der Pursina-Schule mit noch mehr Ruhm erfüllt werden. Und die ewige Freundschaft zwischen unseren beiden Schulen wird sicher noch weiter wachsen. Kurz gesagt, bitte nimm meinen Dank an. Reisender im Namen von Pur Bironi und Pursina. In seinem Brief hat er mich übrigens auch gebeten, einige Dankesgeschenke für dich vorzubereiten. Bitte warte einen Moment. Bei dem Dankesgeschenk handelt es sich doch nicht um einen Brief, oder? Natürlich nicht. Du hast Gedivh auf seiner Expedition begleitet und fleißig gearbeitet. Natürlich muss ich dich in Mora entlohnen. Aber bitte verzeih mir, ich hatte es heute sehr eilig und habe nicht viel Mora dabei. Wenn es geht, dann warte bitte hier auf mich. Obwohl er auch ein Gelehrter ist, der auf die eigene Schule stolz ist, ist er doch so überhaupt nicht wie Gedivh. Er wirkt, um ehrlich zu sein, relativ arm. Wie kannst du so etwas sagen? Wir von der Pur Bironi-Schule stammen alle aus einer Blutlinie von Gelehrten und könnten niemals in finanzielle Schwierigkeiten geraten. Es ist nur so, dass wir den größten Teil unseres Vermögens in unsere Forschung investiert haben. Wenn es um andere Dinge als die Forschung geht, ist unser Budget etwas knapper bemessen. Dies hat unsere Forschung jedoch nicht behindert. Vielmehr können wir den Weg zur Weisheit klarer sehen, weil wir nicht von materiellen Wünschen geblendet sind. Ich werde jetzt zurückgehen und dir deine Belohnung vorbereiten, aber vorher habe ich noch eine Bitte. Wie ich in Gedivhs Brief gelesen habe, bist du sehr stark, im Kampf äußerst erfahren und ein außergewöhnlicher Abenteurer. Also wärst du bereit, mir zu helfen? Vor kurzem bin ich alleine in die Wüste gegangen, um die Geologie eines Gebiets zu erforschen. Und weil ich nicht viel Geld hatte, hatte ich keine Eskorte engagiert. Ich dachte, wenn ich mich beeile, schnell hin und zurückzukommen, sollte es nicht gefährlich sein. Aber wir hatten das Pech, auf dem Rückweg von der Expedition von Schatzräubern überfallen zu werden.
Ich habe es zwar geschafft, unversehrt zur Stadt zurückzukehren, aber die Truhe mit all meinen geologischen Proben und Notizen ist dabei verloren gegangen. Für Händler und Schatzräuber ist die Truhe nichts wert, aber in meinen Augen ist der Inhalt dieser Truhe einfach unersetzlich. Bisher hatte ich kein Glück, einem Abenteurer zu finden, der gewillt war, mir zu helfen. Reisender, willst du mir diesen Gefallen tun? Ich helfe gern. Vielen Dank, ich wüsste nicht, was ich ohne dich tun würde. Ich markiere dir den Ort des Angriffs auf deiner Karte, die Truhe müsste dort in der Nähe sein. Uff, das ist ja mitten im Nirgendwo. So, die Truhe müsste jetzt hier irgendwo sein. Easy. Hör auf, nicht schlagen. Es ist nur eine Truhe mit Büchern, kein Grund so hart zuzuschlagen. Du kannst sie haben, wenn du willst. Sag mir nicht, dass das alles ist. Ich schwöre es, das ist die einzige Truhe, die wir hier ausgegraben haben. Neben Büchern gibt es einige Steine und Lehm in Flaschen. Bei den Steinen sind auch schöne Edelsteine dabei. Habt ihr die Edelsteine genommen? Los, gebt die Edelsteine zurück. Das sind wertvolle geologische Proben. Geologische Proben? Los, zurückgeben. Ja, hier, schnell, schnell, packt alles in die Tasche. Truhe. Alles ist in der Truhe, also dann werden wir uns verabschieden. Salifs Sachen müssten alle hier sein, lass uns die Truhe zu ihm zurückbringen. Er ist tatsächlich allein in die Wüste gegangen, hat so viele geologische Proben ausgegraben und so viele Notizen gemacht. Was für ein toller Gelehrter. Tja. Schauen, ob der wirklich so toll ist. Reisende, du bist wieder da. Also, meine Truhe, hier. Wundervoll, vielen lieben Dank. Du kommst mit einem Empfehlungsschreiben zu mir, aber ich muss dich um einen Gefallen bitten, anstatt dir zu helfen. Das ist so peinlich. Bitte akzeptiere diese Mora. Wie die Gelehrten in deiner Schule immer sagen, die Weisheit soll man nicht verkaufen. Oh, du kennst sogar diesen Satz. Die Pur-Biruni-Schule befolgt tatsächlich dieses Gebot. Aber es ist dazu gedacht, uns daran zu erinnern, dass die Prinzipien der Forschung zu keinem Zeitpunkt durch Geld oder andere äußere Gründe erschüttert werden dürfen. Wenn ein Forscher das Streben nach Ruhm und Reichtum zu seinem obersten Prinzip macht, verdient er es nicht, Forscher zu sein. Aber du verdienst eine gerechte Belohnung für alles, was du getan hast, um mir zu helfen. Ich danke dir noch einmal für deine Hilfe. Wenn du in Zukunft Hilfe von mir brauchst, lass es mich bitte einfach wissen. Und nochmal zurück zu Kedivh. Alright. Ich muss endlich mal die unterirdischen Minen abschließen. Das ist mir so ein Dorn im Auge, dass ich das noch nicht fertig habe. Ah, du bist zurück. Hast du den Gelehrten der Pur-Biruni-Schule gefunden? Ich hoffe, es gab nicht zu viele Schwierigkeiten. Gefunden schon. Warum redest du so um den heißen Brei herum? Stimmt was nicht? Macht dir jemand Schwierigkeiten? Erzähl Skedivh genauestens, was mit Salifh passiert ist. Salifh, er war schon immer ein bekannter Sturkopf und manchmal wussten selbst die Mentoren nicht, was sie mit ihm machen sollten. Er lehnte auch alle Hilfe ab und bestand darauf, seine eigene Forschung zu betreiben, angeblich um sie absolut unverfälscht zu halten. Ein richtiges Beispiel für den Satz, die Weisheit soll man nicht verkaufen. Dies ist das Forschungsprinzip der Gelehrten der Pur-Biruni-Schule. Wir, die Posina-Schule, sind nicht so pedantisch. Vielleicht ist es nicht ganz richtig, es so zu formulieren, schließlich bin ich reich. Wie verdienst du dein Geld? Warum schaust du so skeptisch? Ich habe auch hart für dieses Geld geschuftet. Weißt du eigentlich, wie viel Mühe Termingeschäfte machen? Termingeschäfte? Bei Termingeschäften muss man das Volumen der gehandelten Waren, aber auch die Markttrends im Auge behalten und schließlich die richtigen Investitionsentscheidungen treffen. Am Anfang habe ich nur zum Spaß ein bisschen Geld investiert und wollte nicht, dass es meine Forschung beeinträchtigt. Aber wer wusste schon, wer hätte das ahnen können? Ich habe so viel verdient, dass ich keine andere Wahl hatte, als das Geld wieder in der Börse anzulegen, und so habe ich noch mehr verdient. Meine Hauptaufgabe ist es, ein Gelehrter zu sein. Ich will forschen, ich will akademisch arbeiten, ich will akademische Erfolge, nicht den Erfolg der Mora. Das sage ich mir auch immer wieder. Aber solange ich in Sumeru bleibe, kann ich nicht umhin, ständig in die Börse zu gehen und Termingeschäfte zu machen. Ich bekomme immer mehr Mora auf mein Konto, aber ich komme mit meiner akademischen Forschung nicht voran. Und deshalb habe ich eine ganze Expeditionsgruppe angeheuert, um die große Kluft zu erkunden. Nur wenn ich da bleibe, wo es keine Börse gibt, kann ich meine akademische Forschung in Ruhe betreiben. Wenn die Forschung nicht zum Erfolg führt, dann komme ich aus der großen Kluft nicht mehr heraus. Damn. Das ist ziemlich lustig. Pur-Bironis Angebot, Weltauftrag abgeschlossen. Damit sage ich danke euch vielmals fürs Zuschauen. Für viele weitere Weltaufträge schaut auf jeden Fall in die Playlist in der Videobeschreibung und schaut auch mal auf meinem Kanal vorbei für ganz viele Genshin Impact Videos, Guides und Errungenschaften. Wir sehen uns im nächsten Genshin Impact Video wieder und danke euch vielmals fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal und ciao, ciao.